Die Serie Rentierbaby hat ein rentiergroßes Problem. Ihr Name ist der wohl unattraktivste, den ich je auf Netflix gelesen habe. Und auch die Beschreibung ist nicht gerade förderlich, um mein Interesse daran zu wecken, sich die erste Folge anzuschauen. Barmann und Komiker Donny trifft eine Frau, die behauptet, Anwältin zu sein. Er bietet ihr einen Tee an und sie ist sofort hin und weg. Das klingt ja schlimmer als meine Inhaltsangabe vom kleinen Prinzen aus der 4. Klasse. Ein Junge mit einer besonderen Blume erlebt Abenteuer im Weltall. Zum Glück gibt es YouTuber wie Robert Hofmann, die es schaffen, mit ganz bestimmten Formulierungen mein Interesse zu wecken. Diese Serie steigt in psychologische Untiefen hinab und wird irgendwann sehr, sehr düster. Und dass ich sagen muss am Ende, alter Falter, Rentierbaby hat's ganz schön in sich. Und noch mehr Glück hatte ich, dass ich die Analyse von Wolfgang M. Schmidt erst nach meiner Sichtung der Serie sah. Rentierbaby geht schließlich bei der Allerweltsweisheit vor Anker. Es ist schön, wenn man von jemandem geliebt wird. Und weil ich von Film- und Serienkritiken nicht genug bekomme, habe ich noch in einen Podcast reingehört. Eigentlich beschäftigt er sich mit Science Fiction, aber aus irgendeinem Grund hat einer der beiden Podcaster auch ein paar Worte über Rentierbaby verloren. Hören wir kurz rein. Weil du sagst britisch, ich habe gestern eine Serie komplett gebinged, die heißt Rentierbaby. Ist ganz neu. Absolute Empfehlung. Wirklich so eine tolle Serie. Toll in Anführungsstrichen, denn die geht in die psychischen Abgründe von Menschen ganz, ganz tief hinein. Pathologisch meiner Meinung nach sehr korrekt. Immer wenn du denkst, es geht nicht noch kränker, wird es noch verrückter. Okay. Er klingt eigentlich schon wieder interessant. Der Kerl hat eine sympathische Stimme, wie ich finde. Aber wie auch immer, als Stalkerin erleben wir Martha. Die bringt es fertig, ihrem Angebeteten pro Tag hunderte E-Mails zu schreiben. Sie kommentiert all seine Facebook-Posts und sogar die, die schon Jahre zurückliegen, und fragt, wer die Frau ist, mit der Donny vor einer Dekade zusammen abgelichtet wurde. Wenn ich genau darüber nachdenke, ist Martha gewissermaßen ein kleiner Cyberghost. Ich überlege, ob sich Donny mit einem günstigen und leistungsstarken VPN-Tunnel hätte schützen können. Das heutige Video wurde präsentiert von CyberGhost VPN. Mit 38 Millionen Nutzern weltweit ist es einer der führenden Anbieter in der Privatsphäre und Sicherheitsbranche. Über 20.000 Rezensionen auf Trustpilot sprechen eine eindeutige Sprache. Dank des virtuellen Netzwerks wird deine IP-Adresse verborgen und deine Daten werden verschlüsselt. CyberGhost leitet deinen Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel und sorgt so dafür, dass deine Online-Aktivitäten privat bleiben. Aber es geht nicht nur um Privatsphäre. Es ermöglicht dir beispielsweise, deine Inhaltsauswahl auf über 40 beliebten Streaming-Plattformen zu erweitern. Du möchtest schon jetzt Star Trek Prodigy Staffel 2 sehen und nicht erst warten, bis es in Deutschland erscheint? Kein Problem. Oder du möchtest auch im Ausland deine Lieblingsserien und Filme schauen? Dank der über 11.000 Server in 100 Ländern lässt sich dein Standort frei wählen. Deine Daten werden dabei nirgendwo gespeichert, sodass deine Online-Gewohnheiten vor neugierigen Blicken geschützt sind. Das Besondere an CyberGhost VPN, du kannst es auf bis zu 7 Endgeräten gleichzeitig nutzen und brauchst keinerlei technische Vorkenntnisse. Egal ob unter Windows, Mac, iOS, Android, Linux oder auf deinem Smart TV. Für alle Plattformen gibt es eine praktische App. Klicke einfach auf den Link in dem angepinnten Kommentar unter dem Video und erhalte 83% Rabatt. Das sind nur 2,03 € im Monat. Und außerdem schenkt dir CyberGhost VPN 4 Monate kostenfrei. Die 45-tägige Geld-Zurück-Garantie sorgt dafür, dass du CyberGhost nur zu behalten brauchst, wenn du auch wirklich zufrieden mit dem Dienst bist. Und für alle Fragen steht der Kundensupport auf Deutsch rund um die Uhr zur Verfügung. Probier es noch heute risikofrei aus. Eigentlich wollte ich erstmal nur kurz reinschauen. Doch dann habe ich, obwohl ich am nächsten Tag früh aufstehen musste, Rentierbaby komplett am Stück geschaut. Die 7 Episoden gehen jeweils nur 30 Minuten. Man ist also in 3,5 bis 4 Stunden durch. Damit ist die Serie kürzer als Zack Snyder's Justice League. Not impressed. Für mich war sie auch in keiner Sekunde langweilig. Und ich war permanent daran interessiert zu erfahren, was noch passieren wird. Beziehungsweise, was eigentlich passiert ist. Denn jetzt möchte ich dem Titel dieses Videos gerecht werden. Narratologisch betrachtet können wir sagen, wir hätten diese ganze Stalking-Geschichte nicht gebraucht. Hätte man das alles chronologisch erzählt, wären wir alsbald eingeschlafen. Wir warten auf einen Aha-Moment und den soll uns die Backstory bieten, tut sie aber nicht. Das sehe ich anders. Und falls sich jemand diese Kritik hier anschaut, ohne meine bisherigen Videos zu kennen, möchte ich kurz etwas einordnen. Einordnen. Das Wort hat es früher nicht gegeben. Früher wurde in der Tagesschau nichts eingeordnet. Da hat man das selber einordnen müssen. Heute wird es für dich eingeordnet. Ich mag Wolfgang M. Schmidt und schätze seine Arbeit sehr. Schon mehrmals habe ich mit ihm niveauvoll über Filme diskutiert und werde es auch weiterhin tun.
Unterschiedliche Meinungen und Lesarten müssen keine Despektierlichkeit gebieren, sondern können einen Diskurs beflügeln. Aber genug geschwafelt. Warum finde ich die Dramaturgie von Rentierbaby so clever? Eigentlich wäre die Story schon zu Ende, bevor sie überhaupt angefangen hätte. In dem Moment, wo Donnie spürt, dass mit dieser Martha etwas nicht stimmt, weil sie nämlich offen gestanden ziemlich verrückt ist, hätte ein normaler Mensch den Kontakt abgebrochen. Und spätestens nach ein paar Tagen hätte auch Martha das Interesse verloren und sich ein anderes Opfer gesucht. Aber Donnie ist nicht normal. Er birgt ein Geheimnis, welches extrem schrecklich ist und wurde in der Vergangenheit Zeuge einer Erfahrung, die jemanden in tiefste Depressionen oder gar in den Selbstmord treiben könnte. Wolfgang kritisiert, dass wir diese Erfahrung aus dramaturgischen Gründen erst sehr spät erfahren und unsere Neugier, warum Donnie das Stalking so lange gewähren lässt, deshalb nur artifiziell ist. Hier möchte ich darauf verweisen, dass wir uns im Medium der Unterhaltung bewegen. Wäre Rentierbaby eine Dokumentation, hätte er absolut recht. Dort wäre es unprofessionell, mit den Emotionen und Erwartungshaltungen der Zuschauer zu spielen. Und tatsächlich hätte aus der Serie sogar eine Doku werden können, denn die Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das meiste davon auch wirklich so passiert ist. Doch Rentierbaby ist Entertainment. Und Anspruch eines Unterhaltungsprodukts sollte es sein, mithilfe filmischer Mittel spannend erzählt zu werden. Nehmen wir Quentin Tarantinos Pulp Fiction. Wäre der Film auch nur halb so clever und interessant, wenn wir die 4 Tage, die die Protagonisten erleben, hintereinander gezeigt bekommen hätten? Oder nehmen wir die 1. Staffel Westworld? Nein, die nehmen wir nicht. Zu groß ist die Gefahr, dass jemand von euch die noch nicht gesehen hat. Falls dem so ist, YouTube ausmachen und unbedingt nachholen. Das ist nicht chronales Erzählen par excellence. Doch bleiben wir bei einer Nolan-Produktion. Memento. Der wurde ja bekanntermaßen rückwärts erzählt. Er beginnt beim Ende und endet beim Anfang. Doch es gibt eine Schnittversion, die das Ganze umkehrt. Und bei der wird klar, dieser Film lebt von seiner inversen Erzählstruktur. Oder letztes Beispiel, Gaspar Noés Irreversibel. Der macht gewissermaßen das gleiche wie Memento und ähnlich wie Nolans Film wäre er langweilig, wenn sich nicht des dramaturgischen Mittels der rückwärts gerichteten Narration bedient würde. Schlussendlich haben wir 4 Stunden Lebenszeit vergeudet. Das Leben schreibt nicht immer die besten Geschichten. Es ist aber damit auch geradezu banal. Die Stalker-Geschichte weist damit über nichts hinaus. Auch hier möchte ich widersprechen. Denn gerade durch die Hintergrundgeschichte von Donnie wird das Stalking von Martha interessant. Denn bestünde sie nicht, könnte das Crescendo des psychischen Exzess gar nicht durchdekliniert werden. Ein normaler Donnie hätte Martha vielleicht den Tee nicht gegeben, er hätte ihr nicht aufmerksam zugehört und ihr keine emotionale Zuneigung geschenkt. Doch dadurch, dass er es getan hat, kann die in anderen Filmen und Serien nur verkürzt erzählte Genese einer ausgewachsenen Obsession zur Gänze erzählt werden. Martha kann sich im Laufe der Serie auf eine Weise in ihr Stalking-Verhalten reinsteigern, welche zum einen unfassbar verstörend ist und zum anderen aber realistisch bleibt. Denn ich finde nicht, dass die Realität hier keine gute Geschichte geschrieben hätte. Gerade dadurch, dass sie real ist, wird sie so bedeutsam. Denn die Wahrheit übersteigt ja das, was ein Drehbuchautor sich überhaupt hätte einfallen lassen können. Denn hätte ein Autor versucht, aus der eigenen Fantasie eine solche Serie zu schreiben, wären nicht authentische oder gar fantastische Elemente hinzugekommen, die die ganze Aussage von Rentierbaby entwertet hätten. It is a stalker story, but it's a stalker story with a twist. It's a stalker story done differently. Für mich ist die Serie ein respektvoller Blick in die Abgründe der menschlichen Psyche. Packend, spannend und virtuos umgesetzt. Schlussendlich möchte ich noch die schauspielerischen Leistungen loben. Die Bandbreite an Gefühlen, die die Martha-Darstellerin auszudrücken vermag, ist phänomenal. Von der Freude, Beachtung zu erfahren und wertgeschätzt zu werden, bis hin zur grotesken und furchterregenden Bosheit, war jede Nuance ihres Spiels Emmy verdächtig. Ähnlich ist es beim Donnie-Darsteller. Wir sehen oft sein Gesicht in längeren Nahaufnahmen und wie zerstört und mental gebrochen es dabei aussieht, ist eine Qualität, die ich Richard Gett hoch anrechne. Hinzu kommen eine hervorragende Ausstattung und eine tadellose Inszenierung auf Kinoniveau. Gepasst haben für mich auch die Witze, die Donnie in seiner Eigenschaft als Comedian zum Besten gab. Die waren nämlich überhaupt nicht lustig. Neulich bin ich beschnitten worden, da mussten sie erstmal eine Schere finden, die groß genug war. Klar, weil mein Gerät so groß ist. Und wer mich kennt, der weiß, in gleicher Weise wie Briten auf schlechtes Essen stehen, bin ich immer für einen guten, schlechten Witz zu haben. Das ist kein Glühwein. Alles in allem bekommt Rentierbaby von mir 8,5 von 10 Punkten. Und wer ein Netflix-Abo hat, den empfehle ich, zumindest mal reinzuschauen.
Was? Schon zu Ende? Schau dir doch noch ein anderes Video von Rolf an.